Wir fahren mit der EMS Berzdorf über den gleichnamigen See. Es ist schon nach 17 Uhr. Das Wetter ist schön, da haben wir echt Glück. Und wir fahren jetzt gerade an der Insel der Sinne vorbei, an dem Hotel und dem neu entstehenden Feriendorf. Ja, das ist das erste Mal, dass wir hier auf diesem Elektroschiff sind und da freuen wir uns natürlich. Ja, mir gefällt es hier. Ganz entspanntes Fahren. Das ist ja das Fantastische, dass das so schön ruhig ist. Ne? Kein Motorengeräusch und so. Das Dahingleiten. Und dieses Geräuscharme, das sind wir ja so von unserer Elektromobilität sowieso schon gewöhnt. Also ich finde es toll. Mir gefällt es. Das Schiff hat gewendet. Wir fahren jetzt wieder in Richtung Hafen und ist ein bisschen windig geworden hier. Auf der Luftseite sitzen wir hier und ja, ist noch recht kühl um 18.40 Uhr etwa. Viele haben vielleicht auch oben schon die Tätigkeit am Parkplatz gesehen. Da ist es ähnlich, dass wir den jetzt weiter befestigen wollen, auch mit einer Schranke versehen und auch mit Parkgebühren. Es ist aber ein erster Teilabschnitt von dem Seedorf. Es gibt dann noch einen zweiten Bauabschnitt, der findet dahinter statt. Also kommt noch eine zweite Reihe hin, die aber dann erhöht gebaut werden, sodass die quasi über die erste Reihe drüber schauen können. Die Tour ist gleich zu Ende. Vielleicht noch 10 Minuten und wir legen an. Das Personal jetzt schon gebührend bei Ihnen verabschiedet hat, bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr übrig, außer nochmal ganz, ganz herzlich für das Interesse zu bedanken, dass Sie sich hier an einem Sonntag, Nachmittag und Abend die Zeit genommen haben, mit uns und Bürgermeister Benedikt Hummel zu diskutieren. Jetzt natürlich auch noch was Schönes dafür bekommen haben, eine ganz hervorragende Wettersituation, die sich ja wirklich bestens geeignet hat, um hier den Sonnenuntergang auf dem Berzdorfer See in allen Zügen genießen zu können. Wir hoffen, es hat alles gemundet, was Sie an Speisen und Getränken zu sich genommen haben. Und bin auch gebeten worden, Sie darauf hinzuweisen, dass es jetzt noch so circa 10, 15 Minuten dauern wird, bis hier alle Anlandevorgänge abgeschlossen sind. Und dann wird wieder die Gangway geöffnet und wir verlassen das Schiff dann wieder auf dem Weg, wie wir auch draufgekommen sind. Also, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute alle da waren und einen ganz schönen Abend Ihnen noch. Dankeschön. Angelandet. Kurzes Fazit. Die Schiffstour über den Berzdorfer See war eine tolle Sache. Das fand ich auch eine tolle Sache. Also hat mir echt gut gefallen.